Und hast du ein Sprichel schon? Nein, ich hab noch kein Sprichel. Da warst du nicht schwer, dass es komisch im Sinn von unterhaltsam oder im Sinn von seltsam? Letzteres. So was Episches. Ja, wir waren mein Auto aufgekommen. Das ist aber nicht sehr episch. Hallo und Grüße aus Dürnbach, ich bin Flatterbär und neben mir steht der Asrael, der sein Sprichel immer noch nicht gelernt hat. Und wir machen uns heute auf eine Tour auf die Rückseite von der Hohen Wand. Und da nehme ich einfach mit, sonst ist nämlich Asrael unruhig. Also gehen wir. Ja, der wackelt. So, Winkerast. Ja, wir haben uns auf diese Tour aufgemacht. In dem Bewusstsein, dass es nur eine ganz kleine, bescheidene Aventunternehmung ist. Wir bleiben nämlich im Prinzip immer in einem Umkreis von ungefähr 1 Kilometer und trotzdem hat die Tour in sich. Ja, bis jetzt kennst du die ganze Geschichte noch nicht mit landschaftlichen Highlights. So, ja, ehrlich muss man schon sein, aber es ist zumindest einmal einsam und relativ kühl. Angenehm, sehr, sehr angenehm. Ja, meine Routenwahl ist ja nicht umsonst so. Genau, du weißt ganz genau, die Pilze wachsen deswegen. Nein, überhaupt nicht die Pilze, sondern meine Routenwahl ist deswegen so, weil ich nämlich gewusst habe, dass halt Haas ist. Schon empfängt hier die Kühle des Waldes. Ist das nicht super? Schwammausschwämme gibt es da. Parasol in einem ganz jungen Zustand. Und jede Menge. Der Wanderweg ist wirklich ziemlich eingekastelt. Ja. Fast. Links den Drahtverhauer und rechts den Drahtverhauer. Der Vorgeschmack auf das, wie in Zukunft auf die Almen die Wanderwege eingekastelt sein werden. Ja, allerdings, wenn es bei uns so blöd sind mit den Urteilen, dann kann ich es keinem Bauern verdenken, der seinen Grund für das einfach nicht hergibt. Waldeck. Ja, damit ist das Rätsel auch gelöst, wie der zu seinem Haus kommt. Ne? Da vorne ist ein echtes Mysterium auf dem Baum, auf der Höhe und da geht es nach unten. Wie kann man das erklären? Ha? Nichtsdestotrotz, für uns geht es da KLKL für kleine Klause. Also gelb, kleine Klause und rot Jagdsteig mit einem verwirrenden gelben Pfeil. Recht viel Klause sehe ich noch nicht. Dafür gibt es immer mehr Markierungen. Schau, jetzt gibt es schon grüne auch. Steht da noch? Kann man nicht lesen, gell? Na gut, ist ja wurscht. Da hinauf mit uns. Schau, krumme Ries! Nein! Wirkt das nicht schöne Erinnerungen? Stimmt, das wird auf der Wand gehört, dass es auf der Rückseite auch gibt. Ja? Ja, geht doch. Wie sagt der Althofer immer, bergauf, ich schnauf. Ries, das ist also eine Schotterrinne. Gibt da die berühmte Prade-Ries am Schneeberg zum Beispiel. Schau, da hast du Kugellager für die Steine in Form von Buckel, damit es besser rutscht. Au, was au. Da weißt du nicht, Schmerz ist halt komisch im Sinn von unterhaltsam oder im Sinn von seltsam. Letzteres. Verstehe. Das ist nur unpräzise ausgedrückt, gell? Ja, aber für einen Rastplatz hätte man sich was Schlechteres aussuchen können. Ne? Ja, da rauf geht's. Da rauf? Ja? Dafür was gab's jetzt die grüne Markierung. Ah! Ja, grün ist da was versteckt. Hübsch, gell? Die unterschätzte Seite von der Hohen Wand, würde ich sagen, ne? Ach, hoch. Hoch genug, sage ich. Ja, die hoch genug gewandt, richtig. Waldeckerhütte, krumme Ries, warum sie es allerdings nicht mehr so verblasst haben, weiß ich nicht. Ja, wie sicher
Kenner der Gegend schon gemerkt haben, habe ich mich umentschieden beim Anstieg. Aus einem einfachen Grund, wenn wir da noch Sonne haben. Krumme Ries, krumme Baum und krumme Baum, gell? Ja, da gibt es ein paar Felsplatten, schau. Oh Gott. Felsplatte, Uja 0 minus. In die, ins fotografische Gedächtnis verbannen. Meinst du, wirst du sonst nicht mehr dran erinnern? Während der Israeler seine Fotopause macht, sehr wohl verdiente, ungefähr 300. Sichtbar da oben, aber schon, da kann nicht mehr viel kommen, weil da ist nämlich der Berg aus. Man muss da natürlich recht geben, ne? Also da lohnt es sich ein bisschen Foto machen. Ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil die kleine Klause war da unten und damit im Schatten. Und wir sind da oben und somit in der Sonne. Kein Vergleich zu den Mühen des Anstiegs vorher, oder? Aber da röhrt ein Hirsch. Der orgelt schon ganz schön. Ist auch die gerechte Jahreszeit dafür. Das sind Vogelbeeren da, oder? Das sind Vogelbeeren, die roten, ja. So schön rot sieht man es normalerweise gar nicht. Es ist ja fast schon larger than life. Schau dir her, bitte, episches. Ja, wir waren mit dem Auto raufgekommen. Das ist aber sehr episch. Eine hochinformative Aussichtstafel hast du. Sehr günstig, oder? Was du da schaust, ist jetzt Reisalpe zum Segen relativ markant. Ja? Das da? Und da war sozusagen der Hochstaff. Das ist aber jetzt eben da nicht mehr wirklich auszunehmen. Wo wir da schon überall waren, gell? Ich fürchte, wir werden da auf Eigenproviant zurückgreifen müssen. Aber es gibt da Schlimmeres, gell? Es ist so eine Gegend, oder? Nur episch Würstel essen. Ja. War schon wert, dass man da aufstampft. Abstieg natürlich wie immer in der Dunkelheit. Aber wir werden auch nicht mehr über die große Klause absteigen. Das habe ich eigentlich dann bei Dunkelheit doch nicht vor. Und demzufolge werden wir uns da eine kürzere Variante suchen. Über die Krumme Ries aufgestiegen bis zum Waldeckerhaus. Wir gingen jetzt da weiter und über den Wanderweg 18 hinunter. Das ist der Stangesteinweg. Blau markiert. Die wollen wir. Große Klause, Stangesteinweg, Saugraben. Ihr kennt die Übung. Die geht so, wir steigen ab und es wird finster und die Kamera wird immer verhagelter und wir werden immer wortkarger. Gemäß meinem guten Tipp, den ich an anderer Stelle schon mal geäußert habe, haben wir uns jetzt natürlich für unseren Abstieg den entsprechend leichteren Weg gewählt, weil wir wissen, dass wir jetzt den Sonnenuntergang da herum noch genießen haben wollen. Und damit lassen wir jetzt auch den ganz leichten Klettersteig über die große Klause aus und gehen also über diesen Stangesteinweg hinunter. Und? Schau, der höchste Punkt, es geht nämlich zuerst einmal bergauf, bevor es hinunter geht erst. Ist da bei diesem Stein am höchsten, glaube ich. Der Gipfelsieg ist erreicht. Immer wenn du kurze Hosen anziehst, dann gibt es Brennnesseln. Aber da kannst du an die Brennnesseln riechen und dich an ihren Samen gütlich tun, die schmecken ganz gut.
geschlossenen Waldpassagen wird es jetzt schon arg finster. Also, gar kein Problem. Also inmitten forstwirtschaftlicher Brachialromantik, sagen wir es dem Tageslicht, glaube ich, für längere Zeit ade. Und da geht es jetzt in den finsteren Fichtenforst erneut. Den haben wir da schon mal gehabt, oder, heute? Ganz am Anfang. Umkehrplatz an der Vorstraße. Und für uns weiter der blauen Markierung noch. Also da, wir gehen einer strahlenden Zukunft entgegen, wie es ist. Lichtgestalten im Wald. Also Dürrenbach nun in Gelb. Azrael, du mir heimleuchten. Nein, nicht mich anleuchten. In Richtung Heim, bitte. Geht's ins Heim? Ich glaube, ich kann noch länger ins Heim. Ich weiß nicht, ob es Einhornheime gibt. Jetzt seid ihr nicht so. Ja, also ich ist so gemein zu mir. Warum? Weil es mir ein Neuhaus gesagt hat. Forstwirtschaftliche Brachialromantik geben. Das geht doch hier unten mindestens genauso gut. Na, schau, da hinten kann man erkennen, dass die Großstadt sich auftut mit einem Licht am Meer. Hat die Natur weise eingerichtet, dass da kein Wald wächst, gell? Aha. Ja, alpiner Abschnitt, aber Azrael schlägt sich wacker im Absturzgelände mit tödlicher Sicherheit. Nur Hang und Flug, glaube ich. Ja, so ein durchtrainierter, furchtloser Bursche wie du. Da kann man immerhin noch einmal fallen auf so einen Abhang. Man hört immer noch das Geröhre. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite drüben oder ist der unten? Ah, der ist da drüben irgendwo. Nein, der Vorige war aber anders. Aber der rührt ja nicht für sich, der rührt ja für die anderen. Also, aber vorhin war da jetzt nicht günstig, von daher zum Aufpassen. Blöd reden, können wir zwar trotzdem, aber nicht das berühmte letzte Wort werden. Der Hirsch wirkt ziemlich frustriert. Schau, was liegt denn da? Na super. Ich hab da nicht mehr. Ja. Dann nehmen wir das mit, oder? Wir werden das korrigieren, da muss es nicht liegen. Na, was hast du entdeckt? Ha? Eine Biwakhöhle. Aha. Haufen zieht er drüben nicht. Tja, jetzt ja probiert, aber. Ah, der Abstieg da ist noch recht schön, ne? Wenn man schaut. Aber man sieht halt jetzt im Dunkeln relativ wenig von den Felswänden, die da den Weg noch säumen. Ich glaube, mehr als wie das, was wir da jetzt drauf haben, werden wir nicht sehen. Wobei, das ist gar nicht so wenig für die Kamera. Da haben wir einen Wegweiser. Schau, da steht Dürnbacher Höhenweg, Rundwanderweg 03B. Da oben. Aha. Und ich würde behaupten, da oben steht doch was Interessantes, oder? Was steht da? Da steht jetzt Stangesteinweg, kleine Klause, ja, da gehen wir jetzt die ganze Zeit rein, was gehört. Es gibt in der Gegend extrem viele geile Hirsche. Mhm. Wir haben zwar keine gesehen, aber jede Menge gehört, sondern sie haben eigentlich immer dann gerührt, wenn wir gerade die Kamera nicht aufgeregt haben. Es ist natürlich ein billiger Schnee, aber das muss nicht. Und? Darfst du wieder machen? Ja. Definitiv. Das war es jetzt von unserer Tour, die eigentlich ganz anders ausgegangen ist, wie wir das ursprünglich gedacht hätten, weil wir sind nämlich gegangen nicht über die kleine Klause, sondern über die Krumme Ries, aber doch aufs Waldeckerhaus und aber auch nicht über die große Klause, sondern über den, wie heißt der Depp, der Steig? Du weißt auch nicht, gell? Mal schauen. Nicht gemerkt. Ist egal. Ich bin auf jeden Fall platt dabei und vielleicht sieht man sich auch mal bei einer anderen Tour. Ich bin wieder mal versagt und das liegt unruhig.
Da braucht das Wild ja nicht beunruhigt sein, weil wir schießen immer. Da müssen wir auf. Da müssen wir auf, genau. Du kannst ja nicht durchlaufen auf 1000 Meter. Ja, jetzt sagst du, dass wir fertig haben. Ich muss jetzt froh aufhören, Leute. Das Beste ist es, gar nicht erst geboren zu werden. Das Beste ist das Frühsterben. Da geht es auch nicht, oder? Eine dünftige Retourkutsche befördert vor allen Dingen das Selbstbewusstsein. Na, überleg dir irgendeinen blöden Spruch, den man da auf den Grabstein schreiben kann. Du hast ja nicht einmal den Sprich auch für den Anfang gelernt oder fürs Ende. Nein, ich schon. Letzte Worte hoch, dann bringt es einfach nicht zu.